Ja, hi, schön, dass ihr dabei seid bei Barbecue. Geil, aber günstig. Ja, heute machen wir wieder was Besonderes, Leckeres, und zwar geschmorten Spitzkohl. Also bleibt gespannt. So, kommen wir zu den Zutaten, die sehr überschaubar sind. Wir haben hier den Spitzkohl. Ich habe hier helle Sojasauce und etwas Rapsöl und ein scharfes Messer. So, legen wir mal los. Wir gehen her und schneiden den Spitzkohl einmal so mittig durch. Man kann die äußeren Blätter vielleicht abziehen. Meinem Fall hier nur eins. So, wir legen den auf die Backe. Dann gehen wir her und schneiden den Spitzkohl von der Spitze an schön in kleine Streifen. Schneiden wir den runter. Also wenn ihr das noch nicht gegessen habt, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Der ist mega lecker. Zack. Ich mache aber den ganzen Spitzkohl, weil der wird gleich in der Pfanne zusammenfallen. Ich nehme dazu einen Wok, weil da die Wände etwas höher sind. Hier hinten haben wir den Strunk, den lassen wir weg. Ja, dann schneide ich jetzt noch die andere Hälfte und dann sehen wir uns gleich beim Wok wieder. So, wir lassen den Wok jetzt mal ein bisschen vorheizen. Mein Ofen geht bis 9, ich habe den jetzt auf 8. Ich nehme Rapsöl, wie gesagt. Geben wir ein bisschen von rein. Jetzt gehen wir her, geben das Ganze in den Wok. Ich denke mal, ich nehme mal hier zwei so Holzlöffel, dass man das vernünftig drehen kann. Boah, Leute, das riecht jetzt schon gut. Also, wir lassen das Ganze jetzt erstmal ein wenig anschmoren. Das Ganze wird gleich ein wenig zusammenfallen. Dann schauen wir mal, ob die andere Hälfte auch noch reinpasst oder ob ich das in zwei Rutschen mache. So, schaut mal, wie der zusammengefallen ist, schon nach 3 Minuten. Ja, wir gehen jetzt her und lassen den noch ein kleines bisschen anschmoren, dass er noch etwas Farbe bekommt. Wir wollen ja, dass der noch etwas bissfest ist. Ja, hier der Strunk, der ist extra für mich. Ich mag den Strunk, den gleich so ein bisschen zu knabbern. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt stellen wir den Ofen etwas runter. Ich gehe jetzt auf 5. Dann gehen wir her und geben etwas von der Sojasauce zu. Könnt ihr das hören? Jetzt kocht es. Und jetzt warten wir, bis es wieder anfängt zu brutscheln, zu braten. Das könnt ihr direkt raushören. Boah, Leute. Bisschen durchmengen. Also wie ihr seht, kein Hexenwerk, aber ich kann euch versprechen, wenn ihr das noch nie gegessen habt, entweder verliebt ihr euch da drin oder ihr sagt, ihr mögt es gar nicht. Ja, kleines bisschen noch. Wir lassen das also runter reduzieren. Dass so ein bisschen das nicht alles aufeinander liegt.
habe mir überlegt, ich gebe ein kleines bisschen Teriyaki-Soße dran, aber nicht viel, dass so ein kleines bisschen Süße dran kommt. Jetzt verteilen wir das Ganze. Die Teriyaki-Soße wieder mit dem Spitzkohl. Ihr habt keine Vorstellung, also das ist so lecker. Und schaut mal, wie der zusammengefallen ist. Das ist wirklich nur eine Portion, ne? Also für einen guten Esser. Ja, das soll schon gewesen sein. Schneller geht's nicht. Ich glaube, in insgesamt 10 Minuten mit Schneiden, mit allem drum und dran. Besser kriegt man kein Gemüse hin. Wir richten mal an. Und somit guten Hunger. Wenn euch mein Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben an. Seid ihr noch keine Abonnenten, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr mal up to date bleiben wollt und meine neuen Videos mitkriegen möchtet, drückt die Glocke. Hohoho. Tipptopp. Kann ich euch nur empfehlen. Bis bald, euer Dirk vom Barbecue, geil aber günstig. Ciao.